Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen aus der Natur oder aus Papier. Letztes Mal habe ich ja ein paar Weihnachtsdekorationen gezeigt und den einen oder anderen Kranz nicht fertig gemacht, da ich kein Material hatte. Ist ja immer ein bisschen spontan bei mir und ein bisschen chaotisch. Und den ersten Kranz, den ich gezeigt habe, mit dem Gras, mit Draht gebunden, den habe ich ja ausdekoriert, den habe ich ja dann wieder auseinandergenommen und habe jetzt schlussendlich das fertiggestellt. Und ich bin zufälligerweise an Schleierkraut vorbeigelaufen im Laden und dachte, das wäre eigentlich mal eine schöne Idee. Schleierkraut ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es ist ja eher so ein bisschen altbacken. Und ich wollte das jetzt ein bisschen moderner gestalten. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich habe einfach wirklich das Schleierkraut nur reingesteckt. Und diese, wie mir liebe Zuschauer geschrieben haben und ich es noch richtig weiß, sind das Blütenstämme der Anemonen. Und die gehen ja noch auf, also die werden dann weiß, so wattig. Und ich kann mir vorstellen, das sieht ganz witzig aus und gibt wahrscheinlich auch eine Sauerei. Egal, jetzt sieht es schön aus. Und habe einfach noch so Eichenstämme, diese Eichenkappen da noch reingesteckt. Also das ist wirklich ganz einfach zu machen und noch ein bisschen Gras. Und das ist es. Eine schöne Kerze reingestellt und der bleibt jetzt hier auf dem Tisch in meinem Atelier. Wenn ich dann Kurse habe noch im Dezember, dass man was Schönes fürs Auge hat. Also das ist der ist jetzt so fertig geworden. Und dann hatte ich ja noch den Maiskranz. Und den Maiskranz habe ich ja auch nicht fertig gemacht, weil mir da das Material gefehlt hat, da es bei mir immer ein bisschen spontan ist und ein bisschen chaotisch. Und den habe ich jetzt fertig gemacht. Ich habe mich da ein bisschen ausprobiert und ich zeige dir jetzt, was daraus geworden ist. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Also es ist Geschmackssache, aber ich finde, bei mir passt das sehr, sehr gut rein und den zeige ich dir jetzt. Der sieht jetzt so aus. Ich habe mir gedacht, warum immer flach auf dem Teller oder in einer Schüssel, warum nicht mal stehend? Mir gefällt das sehr gut. Er geht für mich schon fast ein bisschen ins Barock rein. Ich habe ihn leider nur auf einen. Ich habe hier nur einen Stängel reingetan. Also das werde ich noch ändern. Es müssen zwei sein. Er hält an und für sich, aber es wackelt schon ein bisschen. Ich habe dann den Kranz auch in Gold besprüht, das ist aber so ein Mattgold, das geht wirklich so ein bisschen in das Barock rein und habe dann getrocknete Sonnenblumen auch besprüht mit Gold und mit Glitzer. Das sind die hier, habe Disteln reingetan, auch wieder diese Anemonen, die dann aufgehen, Gras, Kiefernadeln und Eichenblätter habe ich hier rein dekoriert. Und noch ein bisschen Tannenzweige ohne Nadeln und Federn. Das sind Federn, die ich noch hatte. Ob ich die drin lasse, weiß ich noch nicht. Im Moment gefällt es mir. Und dann habe ich hier halt einfach nur zwei Kerzen. Er glitzert auch schön. Ich habe die Blätter auch ein bisschen besprüht. Ja, das ist so mein Mais-Adventskranz. Halt nur mit zwei Kerzen, aber es gefällt mir sehr gut. Es ist mal komplett was anderes.
Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich bin sehr gespannt. Und dann möchte ich dir noch was zeigen. Es hat jemand geschrieben, sie hat solche Kiefernadeln oder Fichtennadeln gesammelt und sie weiß nicht, was sie damit machen soll. Und ich habe da eine tolle Idee. Ich habe das auch schon ausprobiert und es sieht am Abend wahnsinnig schön aus. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ich habe hier jetzt so ein kleines Glas. Du kannst nehmen, was du magst, verschiedene Gläser. So ein rundes Glas ist optimal oder ein gerades Glas. Wenn es oben breiter ist wie unten, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Das habe ich nicht ausprobiert, aber ansonsten sollte alles kein Problem sein. Dann habe ich hier ein Draht. Du kannst auch so ein Draht nehmen, der ist ein bisschen dicker. Ich persönlich habe es jetzt mit einem dünneren Draht gemacht und der ist so dunkelbraun. Und den wickelst du jetzt einfach mal grob ab. Also du nimmst ihn in die Hand und wickelst ganz grob. So, dann stelle ich hier das Glas rein und ziehe den Draht hoch. Dann nehme ich nochmals den Draht und gehe hier einfach quer rein und verbinde das nochmals ein wenig. Einfach kreuz und quer. Das spielt überhaupt keine Rolle. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommen die Nadeln. Ich kürze die ein wenig. Und dann steckst du die hier rein. Einfach kreuz und quer und immer wenn die so abstehen, die hier, dann gehe ich da gleich wieder rein und dann nimmt die ein bisschen satter ans Glas, aber das kannst du machen wie du magst und dann einfach kreuz und quer. So könnte das jetzt ausschauen. Das ist ein größerer, der ist ein bisschen kleiner. Und dann machst du hier eine Kerze rein.
Und wenn du die am Abend anmachst, die Kerze, dann hast du ein wunderschönes Licht. Also wenn du die Möglichkeit hast und die Zeit, dann versuch das. Es ist wirklich wunderschön am Abend. Ich bin total begeistert. Du kannst hier natürlich auch frische Nadeln nehmen. Hier habe ich die frischen. Das kannst du auch mit den grünen machen. Ich habe jetzt einfach die in der Wiese lagen genommen. Wieder sehr schlicht von den Farben. Und ich hatte ja noch was vor vom Schleierkraut und habe hier ein paar, ich glaube, das ist die Fichte. Zwei Zweige rein, ein bisschen Schleierkraut und noch irgendetwas an Unkraut, was ich gefunden habe. Ist ganz schnell gemacht in einem Glas und dann kannst du das so auf den Tisch stellen und es sieht festlich aus. Man kann es bis im Januar haben. Ja, ich finde das ein bisschen Natur auf dem Tisch, finde ich ganz gut. Und dann hatte ich ja noch mehr Schleierkraut. Es war ein großer Bund. Und dann hatte ich ja diese Glasschale. Und da hatte ich ja die Blätter drin. Die habe ich jetzt rausgenommen, Wasser reingefüllt und auch die zweite Glasschale reingestellt mit einer Kerze und Dekosand. Und habe das Schleierkraut hier einfach ringsum eingefügt. Auch ein paar Kiefernadeln reingesteckt und ein bisschen Gras. Und auch das sieht am Abend wunderschön aus, wenn die Kerze an ist. Und ist auch ganz einfach. Man kann das groß machen, man kann es klein machen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ja, und ist mal etwas anderes als immer nur die üblichen Weihnachtskugeln. Und wenn Weihnachten vorbei ist, kommen bei mir eh die Tulpen rein. Von daher passt das. Und dann noch eine ganz schnelle Dekoration. Du hast sicher ein paar Flaschen zu Hause, die du entsorgen möchtest. Und wenn du eine schnelle Dekoration möchtest, das könnte auch für Silvester sein, dann gibt es die Möglichkeit. Da habe ich einfach Wasser reingefüllt und auch die Nadeln reingetan. Du kannst Tannenzweige einfügen, alles was du findest, Schleierkraut, alles, Rosen, alles, alles. Dann kannst du das reinstopfen und dann machst du so 3-4 Flaschen. Und hier habe ich den Kerzenhalter einfach hier oben reingetan. Du kannst die Kerze natürlich direkt in den Flaschenhals eindrehen. Das ist natürlich ein bisschen heikel, also man müsste das ein bisschen besser befestigen. Aber es passiert nichts. Also ich habe das getestet, sie fällt wirklich nicht runter. Aber mit Vorsicht zu genießen. Und dann habe ich hier einfach einen Draht rumgewickelt und oben einen ganz kleinen Stern gemacht. Das zeige ich dir nachher noch in der Nähe, das sieht man jetzt nicht. Aber das ist eine ganz schnelle Möglichkeit. Eine Flasche hat jeder zu Hause, denke ich mal. Das ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich noch was gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen eingetrocknet. Da habe ich von der Eichel die Kappe genommen, habe ein bisschen Klebepistole habe ich dann in die Eichenkappe den Klebestoff eingefüllt und die Nadeln reingedrückt und dann oben einfach noch so umwickelt. Also wenn euch das interessiert, dann kann ich euch das noch zeigen. Und dann kann man oben das auch so, kann man eine Schnur anmachen und dann kann man das so irgendwo hinhängen. Oder für ein Geschenk, für eine Geschenkverpackung oder so. Also das finde ich auch noch echt witzig. Aber das werde ich vielleicht eh nochmals zeigen, wenn es um Verpackungen geht. Das ist das. Und sonst
war es das, glaube ich. Ich habe noch einen Kranz. Auch speziell. Den zeige ich dir noch kurz. Moment. So. Also, wenn du zufälligerweise zu Hause Reststoff hast oder Kleider, die du eh entsorgen möchtest, dann kannst du so einen Kranz machen. Ich habe hier drei Kränze übereinander geschichtet und habe dann einfach Stoff zerrissen in Bahnen und habe die rumgetan und oben verknotet. Unten habe ich dann einfach diese Kerzenhalter unten reingesteckt als Fuß, damit es ein bisschen höher ist, dass es ein bisschen eleganter ist. Und oben einfach die Kerzen drauf. Man kann das jetzt natürlich noch weiter ausdekorieren. Mir ist jetzt da gerade nichts eingefallen, also wenn du eine Idee hast, sehr gern. Und je nach Stoff, was man benutzt, wirkt es natürlich jedes Mal anders. Du kannst auch Geschenkband nehmen, das ist einfach nur ein bisschen teurer. Aber so kann man Sachen wiederverwerten und ja, ich fand es mal was anderes. Mal schauen, wo der hinkommt, keine Ahnung, oder was mit dem noch passiert. Ja, aber ich fand es mal eine witzige Idee. Sieht eher aus wie ein Kuchen. Aber wir sind ja kreativ. So. Das zu dem. Ich muss gerade überlegen. Ich habe im Januar noch einen Kurs. Und da hat es noch zwei Plätze frei. Also wenn irgendjemand Interesse hat, aus der Schweiz oder in der Nähe von der Schweiz, herzlich willkommen zum Kurs. Die Daten siehst du auf meiner Homepage. Die Homepage ist unten eingeblendet. Und was habe ich noch? Eben die Ausstellung. Die Ausstellung läuft jetzt nächste Woche an. Da werde ich euch natürlich mitnehmen. Es waren schon Kommentare drunter, ja, zeigt doch ein paar Bilder und so. Natürlich werde ich so viel wie möglich versuchen zu filmen. Ich kenne halt die Leute nicht und dann ist immer ein bisschen schwierig, aber ich werde euch da so gut wie es geht mitnehmen. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt habe ich glaube alles gesagt. Und die Leute haben mich noch gefragt, ich soll doch mal meinen Hund zeigen. Es stand die Theorie im Raum, ist es dein Hund oder dein Mann? Nein, es ist mein Hund. Und ich soll ihn doch mal bitte vorstellen. Und das werde ich natürlich machen. Welcher Hundebesitzer stellt nicht gern seinen Hund vor? Und das werden wir jetzt noch schnell nachholen. Für die, die es nicht interessiert, sage ich hier jetzt schon mal Tschüss. Und die anderen dürfen sehr gern mitkommen. Bitte lass ein Abo hier. Schreib einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder wenn es dir gefallen hat. Auch über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann gehen wir mal zum Monsieur. So, das hier ist mein Hund. Er ist dafür verantwortlich, dass die Hintergrundmusik stimmt. Das ist Herr Schröder, er ist eine englische Bulldogge, ist 10 Jahre alt und halt immer dabei und ja. Das ist mein Hund, der eben immer schnarcht. Geil. Ja. Dann würde ich sagen, das war's. Was ich nächstes Mal zeigen werde, bin ich gar noch nicht so sicher.
Also es ist ja was von der Ausstellung, soweit das geht, ja. Und dann würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Zusammen.